Als ich hergekommen bin, habe ich eigentlich versucht, mich aufzumachen und keine Erwartungen zu haben, sondern alles auf mich zukommen zu lassen. Ich habe mich informiert über die Geschichte von Sierra Leone, ein Land, das so gebeutelt ist in den letzten Jahrzehnten durch einen unglaublich brutalen Bürgerkrieg. Und kaum hat dieses Land sich einigermaßen erholt, hat Ebola dieses Land heimgesucht. Die Welthungerhilfe hat diese Menschen in dieser grausamen Zeit nicht alleine gelassen. Selbst in der Ebola-Zeit waren diese Leute hier und haben Nothilfe geleistet. Ich war sehr gespannt auf das Kakaoprojekt der Welthungerhilfe. Ich hatte keine wirkliche Vorstellung, wie eine Kakaoplantage aussieht. Okay, I try. Attention. Es ist ein unglaublich langer Weg, bis wir Kakao bei uns zu Hause unseren Kindern in die Milch machen können oder bis wir Schokolade kaufen können. Hier werden die Früchte gesammelt, werden abgedeckt und durch die Masse erhitzen die sich dann selber. Und so kommt man an den eigentlichen Kakaokern überhaupt erst dran. Dann kommt die Bohne zum Trocknen auf große Tische. Dann wird sie per Hand ausgeklaubt, also die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen, sage ich mal. Ich habe jetzt wirklich gelernt, wie wertvoll die Dinge sind. So for Welthungerhilfe, for the past years, we have been working here and there is a lot of improvement with regards to the life of the people, bringing income into the farmers. We brought in activities that will help them improve their cocoa plantation. But now they are able to pay school fees for their kids, they pay their college fee, send their children to university, all with cocoa money. Wir befinden uns hier in einem Dorf mitten im Dschungel. Und die Welthungerhilfe hat hier ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt LAN. In diesem Projekt geht es vor allen Dingen darum, den Leuten beizubringen, wie könnt ihr nachhaltig eure Landwirtschaft gestalten? Welche Lebensmittel sind denn gesund? Was könnt ihr noch essen? Was könnt ihr euren Kindern vor allen Dingen zu essen geben? Weil die Sterblichkeit der ersten 5 Jahre der Kinder ist unglaublich hoch hier. Und wie gestaltet ihr eure Hygiene, dass ihr einfach nicht krank werdet? Ach, unter den Fingernägeln, siehst du, wird mir gezeigt, soll ich unter den Fingernägeln, so. Und wenn ich das sauber habe, dann fange ich an zu kochen. Die Mittel, um die Leute zu überzeugen, sind natürlich sehr, sehr einfach. Dieses Kochbuch ist nicht geschrieben, sondern es ist gemalt. Dort wird wirklich Seite für Seite aufgemalt, wie verarbeite ich einen Kürbis, was kann ich als Zutaten nehmen, gesunde Sachen vor allen Dingen, vielfältige Sachen. Also super, super interessant und sehr lebendig. Another change that I also see from the project is really this empowerment of the women and the confidence that they have gained from participating in the project. And I think that's also a quite remarkable achievement. Well, Mauvi kata Mauvi via kuto muamuhinga va siyona muhinga muati muagigi yomahogo abewo manyahi lo kuima yombi agudi wa Madrid lo hebe ya binia ehilo kesiyona nata nyata omu groupina. Ich bin voll mit Eindrücken. Die Welthungerhilfe geht ran an die Menschen. Sie leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Die Projekte sind langfristig und nachhaltig. Das ist für mich sinnvoll.